Hey Leute und willkommen zurück zu Glaube, einer ich kann die weiteren Kamera Folge ändern. Gothic 2. Heute ist Neujahr, erst Mir der das schon immer noch klar. 2015. Ich wünsche euch ein frohes Ich neues weiß Jahr. noch nicht, warum er sich In so den letzten aufregt. Parts habe ich ja Habe dieses ich etwa meine Einkäufe? Brautpaket in dem Lager gefunden. Das Also müsste er ist gerade da, jetzt. als ob Bilja Oh, wie selbst sie alle nötig wäre. dazwischen reden, ey. Müsste Das jetzt ist doch hier nicht Cypher normal. sein, ja. Kann es sein, dass dieses Paket Sumpfkraut dir gehört? Ich Welche werd Einkäufe hat verrückt. Bilja selbst Wo hast du es hinterlegt? her? Ist eine lange Geschichte. Ist ja auch egal. Du bist echt ein anständiger Kerl. Hier, das sollst du als Belohnung haben. Viel Spaß damit. Ich werde erstmal ein paar drehen. Jo, danke schön. Wegen des Sumpfkrauts. Du hast mir mein Paket zurückgebracht. Jetzt wird alles wieder gut. Dass ich für dich stimme, ist ja wohl klar. Ich weiß, wer dein Kraut gestohlen hat. Wer? War es dieser Bodo? Nein, das war einer von den Söldnern. Dar. Lol. Dieser Dreckskerl. Wo ist er? Du kannst dir den Weg sparen. Er hat das Paket nicht mehr. Er hat es in Korinis verkauft. Wo ist er? Lol. Hinterm Küchenhaus, an der Ecke. Ich mach ihn platt. Ja, GG. Also das ist jetzt irgendwie komisch. Keine Ahnung. Wir hätten sie es gleich löschen können. Aber... Oh gut. Oh. Gib dir. Normalerweise ist es sehr easy, in zugedröhnten rumzuschlagen. Und Cypher gewinnt. Oder? Dein Crit? Nein. Sehr gut. Als Clown fertig. Danke für das Gold, du Held. Die Waffe nehme ich mal besser an mit. Da ist nichts zu holen. Da kann man sich Warte mal. Du hast das da wohl ziemlich gezeigt. Fühlst du dich jetzt besser? Wieder Epigo. Ja, das tat gut. Das nächste Mal werde ich schätze ja sehen. Ihm nicht so. Was geht der kleine Penner auch an meine Truhe? Oh. Kameradenschwein! Du hast Cypher erzählt, dass ich sein Kraut genommen habe. Ich werde den Teufel tun, für dich zu stimmen. Geil, Lolo. Ich kann das nicht mehr hören. Machst du noch was anderes, außer zu rauchen? Manchmal lasse ich mich auch von rachsüchtigen Sumpfkraut-Junkies zusammenschlagen. Jo. Das ist auch gut. So, ja, Krautpaket hätten wir wahrscheinlich sogar so ein. Bei den erfüllten Missionen dabei, oder? Digga, was? Ist noch nicht, oder was? Ja, okay, egal. Dann, ich glaube, ich habe mit Wolf noch nicht geredet, oder? Alles klar? Hey, ich kenne dich! Aus der Kolonie! Was willst du hier? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich bin gekommen, um mich euch anzuschließen. Ich hatte das Warum nicht? Hab nichts dagegen. Hast immerhin damals unsere Mine von den Gardisten befreit. Aber rechne bloß nicht damit, dass du bei den meisten anderen hier so einfach landen kannst. Es sind viele neue dazugekommen seit damals. Und einige der alten Söldner werden sich nicht an dich erinnern. Hätte dich auch fast nicht erkannt. Siehst ziemlich abgemagert aus. Als die Barriere eingestürzt ist, hätte es mich fast erwischt. Ist das wirklich wahr? Hast du ja nochmal Glück gehabt. Es war genauso, wie du sagst. Hast du was zu verkaufen? Ach, frag nicht. Bennett, einer von den Neuen, kümmert sich jetzt um die Waffen und Rüstungen. In der Kolonie war ich noch verantwortlich für dieses gesamte Waffenlager. Und dann kommt so ein gelernter Schmied daher und zack, bin ich meinen Job los. Ich brauche unbedingt eine neue Aufgabe. Und wenn ich bloß auf die Bauernhöfe draußen aufpassen müsste, ist mir egal. Hauptsache, ich sitze hier nicht mehr rum. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir ein paar Tricks im Umgang mit dem Bogen ja, das zeigen, ist gut. Wenn du willst. Hab sowieso zurzeit nichts Besseres vor. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Noch mehr Ärger kann Und? Ich nicht gebrauchen. Schon eine neue Aufgabe gefunden? Ich hätte das anders. Bis jetzt noch nicht. Sag mir Bescheid, wenn du einen Job für mich Wir hast. Haben ihn natürlich doch noch gekriegt. Meine Meinung will ja keiner hören. Schon mal in der Stadt versucht, eine Arbeit zu finden?
In der Stadt? Ja, keine tausend Pferde bringen mich dahin. Oder glaubst du etwa, ich würde dort als Milizsoldat arbeiten wollen? Ich stelle mich mir gerade in dieser Hofschranzenuniform vor. Und dann dieser Gehorsamswahn. Nee, lass mal. Hier auf dem Hof habe ich zwar gerade nichts zu tun, aber ich kann wenigstens machen, was ich will. Sag nicht, das hast du nicht gewusst. Ja, das hat er. Ah, gut. Ich wundere mich über gar nichts. Ich hab so ein. Hallo, schönes Kind. Na, wo haben Sie dich denn laufen lassen? Ich habe gehört, ihr lehnt euch gegen den König auf. Mein Vater hat beschlossen, dass es an der Zeit ist, dass wir uns selbst verteidigen. Die Milizen haben uns sowieso nie geholfen. Die waren nur hier, um unsere Waren wegzuschleppen. Ich erzähl dir doch nichts. Welche Arbeit gibt es hier auf dem Hof? Mein Vater zahlt Geld an alle Männer, die helfen, den Hof zu verteidigen. Hast du Interesse? Du siehst mir nicht wie jemand aus, der an Feldarbeit interessiert ist. Wie viel zahlt dein Vater? Das musst du schon mit ihm selbst aushandeln. Ich weiß nur, dass jeder der Söldner hier täglich seinen Sold bekommt. Meine Meinung will ja keiner hören. Gibt es hier irgendwelche Regeln, die ich beachten sollte? Du fasst hier nichts an, was dir nicht gehört. Du marschierst nicht in Bereiche, in denen du nichts zu suchen hast. Und wenn du vorhast, dich zu prügeln, halt dich an die Söldner. Noch mehr Ärger. Wenn du Schlägereien mit den Bauern anfängst, hast du hier alle gegen dich. Er hat auf die falschen Leute gehört. Was ist deine Aufgabe hier? Ich verkaufe die Waren unseres Hofes. Wenn du etwas kaufen möchtest, musst du es mir nur sagen. Aber ich warne dich. Bei mir wird nicht gefeilscht und nicht gestohlen, klar? Okay. Ist was Bedeutendes passiert in letzter Zeit? Vor einigen Tagen hat mein Vater erlassen, dass wir nichts mehr in der Stadt verkaufen dürfen. Darum bleibe ich hier auf dem Hof und verkaufe meine Ware nur noch an Besucher. Okay. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Aber ich kann ja noch ein paar. Ich habe ihn natürlich doch noch gekriegt. Wie sieht es mit dem Zubehör zum Schmieden aus? Was brauchst du? Wo war das? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ja, muss man mal ein paar Pfeile kann ich auch noch holen. Gut, danke. Ja, das hat er wirklich gebraucht. Ich kann das nicht. Womit denn? Noch mehr so. Kann ich nicht gebrauchen. Glaubst du wirklich? Womit denn? Er weiß ja nicht, wie er ein Schwert hält. Grüne Klinge. Gerannt, als ob Bill ja selbst. Kann ich das nicht? Hey, you! Du hast das nicht gewusst. Kann ich bei dir Waffen kaufen? Ich habe nicht viel. Die Schwert und Eck. Das hat er doch vorher gewusst. Meine Meinung will ja keiner hören. Er weiß ja nicht mal, wie er. Warte mal! Ich habe für so etwas keine Zeit. Ich will mich den Söldnern anschließen. Dann quatsch nicht, sondern geh zu Torlov und lass dich auf die Probe stellen. Habe ich das nicht gemacht? Ich habe da meine eigene Meinung. Er ist gerannt, als ob Bill ja selbst hinter ihm. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Das interessiert mich nicht. Wie ist mein Ruf bei den Söldnern? Mal sehen. Wolf sagt, er hat nichts dagegen, wenn du mitmachst. Jarvis ist sich noch nicht sicher, ob du auf der richtigen Seite stehst. Er hat keine Lust, dass noch mehr Leute nach Silvius Pfeife tanzen. Ich übrigens auch nicht. Cord ist der Meinung, du müsstest erst lernen, besser mit der Waffe umzugehen. Cypher sagt, für ihn wäre sonnenklar, dass du mitmachst. Irgendwas schien ihm ziemlich zu freuen. Rott hält dich für einen Schwächling. Raul ist gegen dich. Ich glaube, er kann dich nicht leiden. Von Silvio und Bulko brauche ich wohl gar nicht erst zu reden. Die beiden Schwachköpfe sind gegen jeden. Basta hat erzählt, du hättest den Schwanz eingekniffen, als er dich herausgefordert hat. Sowas ist keine gute Idee. Vielleicht solltest du noch mal zum Vorposten gehen und ihn herausfordern. Und da hält dich für ein Kameradenschwein. Aber seine Stimme zählt hier sowieso nicht viel. Der Rest der Söldner hat nichts gesagt. Die meisten warten einfach ab, ob du die Probe bestehst. Du bist noch lange nicht so weit. Okay. Er musste es ja besser wissen. Meinst du mir? Oh, dann gehe ich halt nochmal. Das interessiert mich nicht. Mit den Leuten reden. Und von mir aus bezahle ich auf den scheiß Wegzoll, wenn ich es so nicht gemacht habe. Ich habe ja damals bei. Hat es vorher gefehlt und bin dann gestorben, musste neu laden. Deswegen glaube ich, ach komm, ich meine. Wo willst du hin? 4000, was soll. Ja, Peanuts für mich. Na komm, hier. Ich wollte mal nachsehen, was es hier so gibt. Tja, hier gibt's jede Menge Ärger für Männer wie dich. Du erzählst mir, du willst mal sehen, was es hier gibt? Tja, ich glaube, es also, hat alle schon. Na, ah, Gott.
Viele. Ich will nur fünf. Jo, dankeschön. Hey, der hat eine fette Rüstung, ich weiß nicht, ob ich... Was will... Das war doch klar. Ah. Ich bin ganz normal. Ah, das ist Rott. Die haben eine fette Rüstung, ich kann nichts... Kann ich gegen die kämpfen, das ist noch zu schwach. Ich glaube, es ist heute wieder ja... Ist es Jarvis? Ja. Ja, okay. Davy und Bulko. Ja, dann gehe ich nochmal... Gehe ich nochmal jagen. Die Frage ist nur wo. Den Wald nochmal. Es ist meine sehr hell jetzt. Und das, gucken, ob ich hier noch ein paar Wölfe oder so finde. Oh. Den Felsknüter habe ich vergessen, ja. Oh, hier sind eine Menge Pfeile. Gut. Noch mehr? Nein. So. Mal gucken, ob hier noch irgendwelche Tiere rumlaufen. Aber bloß kein Schattenläufer. Überhaupt nicht noch. Komm ich doch nicht an. Das ist schon wäre toll. Will umgehen. Das ist eine Brutfliege. Alter. Das ist noch ein Wolf, sehr gut. Das ist ein Wag, nee, die krieg ich noch nicht. Komm. Na komm. Und noch ein Fetträuber. Soll ich mit dem Schwert ankommen? Okay. Boah, knapp. Schnell einen Trank trinken. Komm her. Wen ist der Schattenläufer? Gegen Vargs komme ich glaube ich noch nicht an, das ist zu stark noch. Hat man ja im letzten Part gesehen. Oh. Ah, hier ist die Höhle, sehr gut. Sonnenaloe. Eine Blutfliege. Und Wolf. Oh.
Oh, das ist ein Goblin-Skelett. Oh, oh, oh. So. Oh, Feldräuber. Dann was spawnen die alle nach oder was ist hier los? Bin ich echt Farben hier oder was? Ja. Alter. Müssen wir wieder heilen. So. Ich habe einer weggefetzt hier. Den mache ich mit dem Schwert. Komm. Das ist ein Lager. Ein Bandit. Komm ich gegen die klar? Weiß nicht wie viele. Aber ich muss mal wieder speichern. Wie sind denn das? Alter. Habe ich noch Spruchrollen oder sowas? Feuerfeuer. Kann versuchen, komm. Hab ja gerade gespeichert. Ich mach dich fertig. Au, One Hit. Ja, nicht mal One Hit. Ja, renn so schnell wie du kannst! Oh je. Ich mach überhaupt keinen Schaden, ey. Okay, alles klar. Ich will doch wieder mit Spruchrollen kommen. Gut, das ging in die Hose. Definitiv. Und die Goblin-Skelette. Ich muss. Noch einer. Welche in der Anhöhe? Alter. Oh ja, nee, ich muss auf keinen Schaden. Aber die machen Schaden. Nee, lass mal. Alter. Hilfe! Werde von Skeletten verfolgt. Es ist. Lol. Nein, nicht paar 20. Oh Gott. Was? Wo ich da war. Okay. Im Feld rübern. Richtig fail, okay. Ich komme hier definitiv noch nicht gegen die Goblin-Skelette. Vielleicht gegen einen. Die Skelette.
kommen ja alle Gruppen an. Wow, what the fuck. Oh, hier ist noch schön Dunkelpilze und Butlerfleisch. Ja, gut. Speichere ich hier nochmal ab auf der 39. Würde mal sagen, was war denn bei meinem Bogen los eben? Dass dieser Part schon wieder zu Ende ist, ich mache direkt noch einen. Weil ich extrem viel vorproduzieren muss, da ja die Schule wieder beginnt. Deswegen, okay, hab ja noch 12 Tage, aber egal. Gut, trotzdem, danke fürs Zusehen, haut da rein. Bis zum nächsten Mal.